Die letzte Folge. Das große Finale. Und zum Abschluss jetzt nochmal mit 100 Teams, die jetzt hier ins Elfmeter-Battle gehen. Heute werdet ihr die besten Teams der Welt sehen. Viele deutsche Vereine und vor allem heute auch Nationalmannschaften. Und am Ende wird nur ein einziges Team hier keinen Elfmeter verschießen und dieses Turnier damit gewinnen. Starten wir direkt rein in das allererste Duell. Der erste FC Köln verschießt den Elfmeter und ist damit direkt raus aus dem Turnier. City macht ihn rein, muss aber noch bestätigen. Denn ein Treffer reicht pro Runde nicht. Man muss mindestens zwei mal treffen, das macht City nicht. Und damit haben wir zum Start direkt hier schon mal zwei Teams, die beide rausfliegen. Mal gucken, ob wir hier im zweiten Elfmeterschießen das erste Team sehen, was hier in Runde Nummer 2 kommt. Gucken wir auf Lukaku von Inter. Der macht ihn sehr souverän rein. Stuttgart mit dem zweiten Elfmeter auch. Der muss natürlich wieder sitzen, der sitzt. Jetzt müssen wir aber auf Inter Mailand gucken, ob die den jetzt hier verschießen. Machen sie nicht. Und damit geht es jetzt hier sozusagen in eine Verlängerung. Stuttgart verschießt. Ist damit natürlich schon mal ganz sicher raus. Wir gucken auf Lautaro Martinez, ist der ewige Erzfeind auf dem Kanal, macht ihn rein und schießt Inter damit in Runde Nummer 2. Und jetzt wird hier im nächsten Duell der Gegner von Inter Mailand gesucht. Der SC Freiburg wird es hier schon mal nicht. Real Madrid jetzt hier mit Modric und der macht ihn hier rein. Wie immer reicht das aber nicht, um weiterzukommen. Benzema muss auch treffen, das tut er nicht. Und damit haben wir direkt wieder zwei Teams, die hier rausfliegen. Durch die Zwei-Treffer-Regel fliegen natürlich direkt ganz viele Vereine hier zum Anfang raus. Aber Atletico, die hätten ja noch nicht mal hier den zweiten Schuss gebraucht. Beziehungsweise die sind direkt schon beim ersten Schuss rausgeflogen. Ajax hat den ersten reingemacht und auch der zweite sitzt. Und damit haben wir hier das zweite Team in Runde Nummer 2. Und wir haben noch extrem viele spannende Duelle vor uns. Und weiter geht es jetzt hier mit dem SV Darmstadt. Da sitzt direkt der erste. Die müssen ran hier gegen den aktuellen italienischen Meister mit Osimhen, der hier auch trifft. Den zweiten Elfmeter muss sowieso jedes Team hier schießen. Und bei Darmstadt sitzt er wieder. Das heißt jetzt ordentlich Druck auf Lozano, auf Neapel. Und der macht ihn nicht rein. Und das heißt, Darmstadt ist das allererste deutsche Team in Runde Nummer 2. Und das nächste Duell zwischen Villarreal und Manchester United gab es sogar schon mal in einem Europa-League-Finale im Elfmeterschießen. Jetzt sehen wir Villarreal nicht so treffsicher. Man United macht den ersten rein. Aber es fehlt natürlich noch ein zweiter, damit sie hier in die zweite Runde kommen. Und den macht Rashford hier rein. Villarreal kann sich hier also diesmal nicht durchsetzen. Und jetzt sehen wir direkt zwei neue Ligen hier in diesem Video. Einmal die zweite Liga vertreten durch St. Pauli. Und die portugiesische Liga, die jetzt hier von Sporting vertreten wird. Beide machen den ersten Elfmeter rein. Der zweite sitzt nicht bei St. Pauli, damit sie schon mal ganz sicher raus. Mal gucken, was Sporting macht. Die machen den rein. Und damit bleiben sie hier im Turnier. Und in diesem Duell haben wir zwei richtig starke Schützen. Jorginho macht ihn aber nicht rein. Immobile auch ein sehr starker Schütze. Der Kapitän trifft aber auch nicht. Und das bedeutet, dass wir jetzt hier zum Abschluss der ersten Reihe nochmal direkt zwei Teams haben, die rausfliegen. In der zweiten Reihe haben wir auch einige interessante Duelle. Wir starten rein mit Düsseldorf gegen Rom. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Im Elfmeterschießen kann, wie gesagt, immer alles passieren. Jetzt sehen wir, dass es nicht gut ausgeht für Düsseldorf. Die hätten hier die Roma schlagen können. In einem Elfmeterschießen hat man da natürlich die beste Chance. Jetzt gucken wir, ob die Roma weiterkommt. Nein. Wie auch in Reihe Nummer 1 starten wir hier direkt mit zwei Teams, die beide rausfliegen. Und auch für die nächsten beiden Teams ist es hier die letzte Chance, ein Elfmeter-Battle in FIFA 23 zu gewinnen. Fabinho ist gewechselt, hat die 90er Bewertung bei den Elfmetern verschießt, aber genauso wie euer Sabal. Und damit sehen wir auch direkt im zweiten Duell wieder zwei Vereine, die beide rausgehen. Mal schauen, ob wir jetzt im Duell zwischen Hansa Rostock, wo der erste direkt mal reingelupft wird, und Juventus Turin hier einen Verein aus der zweiten Reihe für die zweite Reihe finden, beziehungsweise Runde natürlich. Wir gucken auf den zweiten Elfmeter von Rostock. Ja, und wenn wir bei den ganzen Zweien schon sind, Rostock jetzt hier der zweite deutsche Verein, der in Runde Nummer 2 kommt. Und jetzt sehen wir hier die zwei schlechtesten Vereine in FIFA. Der Ball wird einfach vom Keeper gefangen. Wir gucken auf den nächsten Spieler hier bei FC, auch der wird hier fast gefangen. Zwei sehr, sehr schwach geschossene Elfmeter. Ich habe auf eine Überraschung gehofft, die bleibt aber hier aus. Hoffentlich sehen wir jetzt hier im Duell zwischen Bochum und den Young Boys aus Bern bessere Elfmeter. Ja, der war schon mal ordentlich. Jetzt steigen auch hier die Schweizer ein. Die Schweizer Liga ist jetzt auch am Start, aber nicht ganz so lange. Bochum müssen wir natürlich jetzt hier noch verfolgen. Auch der zweite geht da rein. Für die Bochumer geht die Reise also hier weiter. Und jetzt haben wir hier mit Lewandowski einen 90er-Schützen vom FC Barcelona. Der trifft auch. Mal gucken, ob das João Mario mit der 86er Elfmeterstärke auch macht. Ja, beide Teams haben die Chance jetzt hier noch weiter
dazu kommen. Der zweite von Barca geht rein. Mal schauen, ob Benfica dieses Elfmeterschießen jetzt hier in die Verlängerung schickt. Nein, das tun sie nicht. Deswegen hält. Und damit fliegt Benfica hier raus. Und jetzt, Elvi, hier direkt schon das dritte deutsch-italienische Duell. Angefangen haben wir mit Stuttgart gegen Inter, dann Düsseldorf gegen die Roma und jetzt hier Nürnberg gegen Florenz. Und wir sehen, beide gehen rein. Bleibt also spannend für Runde Nummer 2 bzw. für Elfmeter 2 von Nürnberg, der nicht reingeht. Und natürlich jetzt auch Elfmeter Nummer 2 von Florenz. Der geht ganz knapp rein. Auch hier sehen wir also ein italienisches Team, was sich durchsetzen kann. Und jetzt wird hier das letzte Team zwischen Sevilla und Fenerbahce gesucht aus Reihe Nummer 2 für Runde Nummer 2. Rakitic verwandelt ihn schon mal. Gucken wir auf Ener Valencia. Auch der verwandelt. Montiel, der hat wichtige Elfmeter reingemacht und auch der geht hier rein. Gucken wir wieder auf Fenerbahce. Ja, wir sehen direkt 4 Treffer zum Start. Das heißt natürlich die Verlängerung. Wir gucken auf Acuña, der verschießt. Sevilla ist also schon mal raus. Fenerbahce muss natürlich noch einmal schießen. Und er geht rein. Das heißt, nur Sevilla fliegt hier raus. Und damit geht es jetzt hier direkt schon in Reihe Nummer 3. Und wir starten hier rein mit dem Duell Leverkusen gegen PSG. Leverkusen direkt mit dem Fehlschuss zum Start. Wir gucken auf Ramos. Auch der verschießt. Genau wie in Reihe 1 und Reihe Nummer 2 starten wir direkt mit 2 Teams, die beide rausfliegen. Und als nächstes gibt es jetzt hier ein portugiesisch-türkisches Duell. Die portugiesische Mannschaft trifft hier schon mal und das macht auch die türkische. Relevant aber natürlich wie immer der zweite Elfmeter. Der FC Porto ist raus, das steht schon mal fest. Dries Mertens muss ihn jetzt hier noch reinmachen, er macht ihn rein. Und damit sehen wir direkt die zweite türkische Mannschaft, die angetreten ist, die dann auch direkt in Runde Nummer 2 vertreten sein wird. Und in diesem Elfmeter-Battle zwischen Mainz und Real Betis sehen wir den besten Elfmeterschützen oder einen der besten Elfmeter. Es gibt mehrere mit der 92er Bewertung. Iglesias ist einer davon. Der trifft zum Start, bringt aber natürlich nichts, wenn Canales jetzt hier nicht trifft und er trifft nicht. Also auch diese beiden Teams schaffen es hier nicht in Runde Nummer 2. Und im nächsten Duell sehen wir direkt den nächsten 92er Schützen. Harry Kane trifft. Aber jetzt hier noch für Chelsea am Start. Auch der macht ihn rein. Und hier haben wir direkt einfach mal 8 Treffer. Kulusevski mit dem nächsten. Wir sehen also hier ein ganz, ganz normales Elfmeterschießen. Mal gucken, ob auch der 10. Elfmeter hier reingeht. Und das tut er nicht. Ja, Chelsea trifft hier 4-mal, fliegt aber trotzdem raus. Und nach dem Startduell kommt jetzt hier das nächste deutsch-italienische Duell. Giroud auch mit der 90er Bewertung einer der besten Schützen. Was aber nichts heißen muss. Aber die guten Schützen mit den besten Bewertungen sind bis jetzt immer richtig gut am Start. Wir sehen Leipzig ist raus. Werner verschießt nämlich den Elfmeter. Und für Milan geht es in Runde Nummer 2. Schon wieder setzt sich also hier das italienische Team durch. Und in diesem Duell werden wir das dritte türkische Team sehen. 2 haben sich hier durchgesetzt. Und die haben jetzt eine große Chance, jetzt hier direkt weiterzukommen. 2-mal müssen sie dafür treffen. Der erste sitzt. Aber der zweite muss natürlich jetzt hier auch reingehen. Und der geht rein. 3 türkische Mannschaften sind angetreten und 3 türkische Mannschaften sehen wir in Runde Nummer 2. Und jetzt geht's hier rein in Reihe Nummer 4, wo wir dann auch die ersten Nationalmannschaften sehen. Und jetzt sehen wir hoffentlich das nächste deutsche Team, was jetzt hier mit Frankfurt weiterkommt. Kamada schießt die nochmal für Frankfurt rein. Wir schauen auf Athletic Bilbao mit den Alternativtrikots. Und jetzt muss Götze ihn natürlich wieder einmal reinschießen. Der zweite geht rein. Frankfurt hat die Pflichtaufgabe also schon mal erledigt, aber Athletic Bilbao macht das Ganze auch. Das heißt, Kolo Muani muss jetzt hier antreten den auch noch am besten reinmachen. Macht er nicht. Und damit sehen wir, dass Athletic Bilbao hier weiterkommt. Ich hoffe, dass es bei der Nationalmannschaft, bei Dortmund und bei Bayern dann besser läuft. Für die Frankfurter ist die Reise damit leider hier vorbei. Und jetzt sehen wir im nächsten Elfmeterschießen nicht nur Newcastle, sondern auch den Vertreter aus der österreichischen Liga mit Rapid Wien, die aber leider nicht so lange am Start sind. Newcastle macht den zweiten rein und damit gibt es hier eine schnelle Entscheidung. Und vor dem ersten Nationalmannschaftsduell gibt es jetzt nochmal ein deutsches Duell mit Hannover, die den ersten hier reinmachen, gegen den Aufsteiger Heidenheim. Da geht der erste auch rein. Gucken wir also logischerweise hier auf den zweiten auch von Hannover. Wieder geht er rein. Druck also jetzt wie immer bei Heidenheim. Die dürfen ja sowieso keinen Elfmeter verschießen. Aber Hannover hofft natürlich, dass der Gegner so schnell wie möglich verschießt, damit sie nur 2 reinmachen müssen. Aber für Hannover gar kein Problem. Die machen schon den dritten jetzt hier rein. Kann Heidenheim das Ganze jetzt hier auch machen? Nein, das kriegen sie nicht hin. Und damit sind sie hier raus. Bei der WM 2026 sind diese beiden Länder Gastgeberländer. Jetzt gibt es hier aber das Duell zwischen den USA und Kanada. Jonathan David 86er Bewertung, also sehr ordentlich, aber das bringt ihm nichts.
im Elfmeterschießen kann ja alles passieren. Falsche Ecke und der Ball ist weg. Die USA kommt weiter und Kanada verschwindet natürlich jetzt hier. Und jetzt sehen wir hier das erste Elfmeterschießen von einem Verein, Augsburg in diesem Falle, die verschießen gegen eine Nationalmannschaft, gegen Dänemark, die hier nicht verschießen. Und damit jetzt hier die Chance bekommen, mit dem zweiten Elfmeter weiterzukommen. Und ja, Dänemark sehen wir in Runde Nummer 2. Und wenn wir Nationalmannschaften mit dabei haben, dann darf der aktuelle Weltmeister natürlich nicht fehlen. Und der Weltmeister trifft auch direkt zum Start hier gegen Schottland. Schottland verschießt. Und damit kann Messi direkt hier Argentinien in Runde Nummer 2 schießen. Macht er nicht. Und damit sehen wir mal wieder, dass beide Teams hier rausfliegen. Und bevor wir die nächste Nationalmannschaft sehen, sehen wir jetzt hier Schalke. Beziehungsweise wir sehen ja direkt schon den Keeper von Mexiko. Mal gucken, ob der jetzt hier noch einen halten wird. Wir sehen erstmal, dass der erste Schütze von Mexiko hier trifft. Wir gucken auf Ochoa und natürlich auf Terodde. Zweiter von Schalke geht auch rein. Geht da auch der zweite von der Nummer 20 hier rein. Ja, wir gehen in die Verlängerung. Schalke wieder mit dem Schuss. Wir gucken auf den Torwart, den hier nicht halten kann. Lozano jetzt hier für Mexiko. Davor natürlich schon für Neapel. Diesmal verschießt er. Das bedeutet das aus für Mexiko und die Runde Nummer 2 für Schalke. Und jetzt startet auch Portugal hier rein in dieses Turnier. Bruno Fernandes mit der 90er Bewertung. Ja, fühlt sich an wie eine 99 oder sah zumindest so aus. Wir gucken auf Wales, ob auch da der erste reingeht. Nein. Und damit kann CR7 Portugal jetzt hier weiterschießen. Und das tut er. Mit einem Bluffer geht es hier in Runde Nummer 2. Und das Team, was Portugal bei der WM rausgehauen hat, sehen wir jetzt logischerweise nicht Hoffenheim. Wo Kramaric verschießt, auch er ein sehr guter Elfmeterschütze. Gucken wir auf Marokko, aber auch die verschießen. Wir sehen eine sehr schnelle Entscheidung. Beide Teams fliegen direkt raus. Und jetzt bekommen wir hier im nächsten Duell ein extrem krasses Stürmerduell. Mbappé jetzt hier gegen Lewandowski. Lasst noch schnell einen Like da, bevor er den Elfmeter hier ausführt. Er macht ihn rein. Wir gucken also auf Elfmeter Nummer 2. Auch Griezmann trifft. Jetzt müssen die Polen natürlich hier wieder nachliefern. Tun sie nicht. Und damit setzt sich hier wieder das Heimteam durch. Weiter geht's jetzt hier mit dem HSV. Glatzel schießt ihn souverän rein. Und jetzt sehen wir hier eine der besten Nationalmannschaften. Platz 3 2018 und Platz 2 2022, beziehungsweise andersrum ist es. Und Platz 2 auch bei der Nations League, also da das Finale verloren. Kroatien eine der besten Nationalmannschaften und die kommen hier gegen den HSV weiter. Gar nicht viel Zeit hier irgendwas zu erzählen. Wir gehen ins nächste Duell. Wir sehen zum zweiten Mal jetzt Harry Kane. Jetzt natürlich für die Engländer. Auch hier macht er den Elfmeter souverän rein. Gucken wir auf Ghana. Die wollen natürlich auch als das letzte Team hier aus Reihe Nummer 5 in Runde Nummer 2 hier einziehen. Der Elfmeter geht rein. War eine knappere Nummer als bei Kane. Beziehungsweise der Keeper hatte die richtige Ecke, hat aber nichts gebracht. Vier Schützen haben ihn hier reingemacht und jetzt Rice mit der Nummer 4 ist der fünfte. Und jetzt direkt die nächste Nummer 4, diesmal hier von den Ghanaern. Sagt man das überhaupt so? Also von Ghana. Wir gucken auf den nächsten Spieler, Maguire, in die Mitte gelupft. Und wenn dieser Spieler hier den Elfmeter reinmacht, dann sehen wir hier ein ganz normales Elfmeterschießen. Macht er nicht. Und damit gibt es hier direkt die Entscheidung. England ist in Runde Nummer 2. Und jetzt geht's hier rein in die vorletzte Reihe. Und wir sehen hier schon wieder ein deutsch-italienisches Duell. War wirklich nicht so geplant. Wolfsburg startet hier mit dem Treffer rein. Atalanta, Bergamo auch. Jetzt haben wir hier 8 Treffer. Wird auch der 9. reingehen? Nein, Wolfsburg verschießt den 9. Elfmeter. Aber Atalanta, Bergamo muss noch einmal treffen, um hier weiterzukommen. Und die treffen sowas von. Was für ein Elfmeter hier für die nächste Runde. Viele italienische Vereinsmannschaften haben wir hier schon gesehen. Jetzt sehen wir die Nationalmannschaft. Jorginho machte nicht seinen ersten Elfmeter hier rein, sondern schon seinen zweiten. Hat ja schon für Arsenal getroffen. Island trifft auch. Und jetzt sehen wir hier direkt schon mal 10 Schützen, die alle getroffen haben. Das heißt, wir sehen die erste richtige Verlängerung im Elfmeterschießen. Italien wieder mit dem Treffer. Wird auch Island hier zum 6. Mal treffen, ja. Und Verratti trifft hier auch als Kapitän mit dem 7. Elfmeter. Wird auch Island hier den 7. Elfmeter wieder reinmachen? Nein, Donnarumma hat ihn und beendet damit ein extrem langes Elfmeterschießen mit einem Happy End für die Italiener. Und jetzt haben wir hier das nächste Vereinsduell zwischen dem SV Werder Bremen, der hier sehr gut mit Füllkrug reinstartet, und Leicester City. Tielemans jetzt hier aber mit dem verschossenen Elfmeter. Leicester ist raus, das steht schon mal fest. Wird Werder hier weiterkommen? Ja. Werder ist das nächste deutsche Team, was wir in Runde Nummer 2 sehen. Und jetzt hier wieder ein Nationalmannschaftsduell. Die Niederlande tritt an und der Ball geht durch den Pfosten hier rein. Jetzt Haaland, die große Hoffnung der Norweger, auch er trifft. Weiter geht's natürlich mit den Niederländern und mit einem verschossenen Elfmeter. Die große Chance jetzt hier natürlich für Norwegen, aber die nutzen sie nicht. Und das bedeutet, dass beide Teams hier wieder rausfliegen. Und jetzt hier die letzte Hoffnung für die Österreicher. Rapid Wien ist ja schon rausgeflogen. Sabitzer will aber dafür sorgen, dass die Nationalmannschaft hier weiterkommt. Irland hat natürlich was dagegen, aber im Endeffekt geht es natürlich nur um die eigenen Elfmeter. Solange man nicht verschießt, kann man nicht rausfliegen. Aber genau das machen die Österreicher, sind damit raus.
Aber die Irländer verschießen auch back-to-back jetzt hier, also zwei Teams, die rausfliegen. Und als nächstes sehen wir vielleicht schon auf dem Banner, oder ihr seht es vielleicht, Australien, aber wir sollten uns eher nicht auf die Banner konzentrieren, sondern auf die Elfmeter. Australien verschießt, Rumänien macht ihn rein. Das heißt, jetzt hier die Chance fürs Weiterkommen und die nutzen sie. Und ein paar Plätze für Runde Nummer 2 sind jetzt hier noch offen. Und diese beiden Teams wollen sich natürlich ein weiteres Ticket hier sichern. Ja, bei der Hertha fängt das aber überhaupt nicht gut an, sind direkt bei dem ersten Elfmeter hier raus. Beziehungsweise nach dem ersten Elfmeter. Der zweite geht da auch noch nicht mal rein, aber das ist komplett irrelevant. Und der Ex-Herterner Acuña, den sehen wir in der nächsten Runde bei den Wolves. Und jetzt sehen wir hier das letzte Duell in der vorletzten Reihe, was überhaupt nicht gut für Tschechien startet. Nach dem ersten Elfmeter sind sie also hier auch direkt raus. Ja, und Ungarn macht direkt das Gleiche. Das heißt, beide Teams gehen hier natürlich wieder raus. Wir gehen hier rein in die letzte Reihe und starten mit Union Berlin, die jetzt hier ran müssen gegen Olympique Lyon. Aber wie gesagt, es ist immer ein Kampf gegen sich selber, gegen den Keeper natürlich auch. Aber wenn der Elfmeter perfekt geschossen ist, kann der Keeper nicht wirklich viel machen. Der ist nicht perfekt geschossen, Union Berlin. Ist also raus. Lyon trifft jetzt hier. Wir sehen also hier das nächste deutsche Team, was hier rausfliegt. Und auch im nächsten Duell wird natürlich ganz sicher wieder eine Nationalmannschaft hier rausfliegen. Die Ukrainer starten hier direkt mal mit einem Lupfer in die Mitte rein. Geht gut und auch der nächste Schuss ist hier sehr ansehnlich. Zwei Treffer zum Start. Die Ukrainer auch mit dem zweiten Treffer hier. Jetzt hier die Nummer 20 für die Finnen und der verschießt. Und das bedeutet natürlich hier das Aus. Und jetzt sehen wir die Gladbacher. Viele Spieler haben den Verein verlassen, darunter auch Benze Baini, der jetzt hier den Elfmeter verschießt. Brighton Hove and Albion jetzt hier mit dem Treffer auch durch einen Spieler, der wechselt, beziehungsweise gewechselt ist. Gucken wir auf den zweiten Elfmeter, der geht nicht rein. Das heißt, der erste Treffer ist hier wieder komplett wertlos und beide Teams fliegen raus. Und jetzt sehen wir hier zwischen China und Katar das vorletzte Nationalmannschaftsduell. Also eben mit zwei Nationalmannschaften, bevor dann natürlich gleich Deutschland gegen Neuseeland spielt, beziehungsweise ins Elfmeterschießen geht. Die ersten Elfmeter, die ersten beiden gehen hier direkt rein, auch der zweite vor China geht rein. Die beiden Teams sind natürlich jetzt hier als Underdog von den Gesamtstärken ins Turnier gestartet. Und für Katar geht die Reise hier nicht weiter. Und jetzt sehen wir hier das letzte Duell, Vereinsmannschaft gegen Nationalmannschaft. In Runde 1 natürlich, das werden wir in Runde Nummer 2 noch ein paar Mal sehen. Nordirland werden wir da aber nicht sehen. Greuther führt, werden wir in Runde Nummer 2 sehen. Und jetzt sehen wir drei extrem spannende Duelle. Bayern, Dortmund und die deutsche Nationalmannschaft haben wir hier am Start. Und für den FC Bayern sehen wir jetzt hier Gnabry, der den letzten Elfmeter reinmacht. Gegner ist hier 1860 München. Wir gucken direkt mal drauf. Auch der Elfmeter geht rein. Sehr, sehr platziert geschossen. Sehr, sehr gut geschossen. Ja, auch der von Müller ist sehr, sehr gut. Gucken wir auf den zweiten von 1860. Auch der geht wieder rein. Vielleicht sehen wir hier wieder ein längeres Elfmeterschießen. Der dritte von Bayern geht auch wieder rein. Gucken wir auf 1860. Die Nummer 9 verschießt jetzt hier. Jan Sommer bringt die Bayern jetzt hier in die nächste Runde. Und auch die Dortmunder wollen natürlich jetzt hier in die nächste Runde. Aller macht den Elfmeter rein. Kaiserslautern ist jetzt hier der Gegner. Die wollen natürlich auch in die nächste Runde. Das sieht aber überhaupt nicht gut aus. Die Latte verhindert das jetzt hier. Wir gucken auf Dortmund. Der zweite geht rein. Und damit kann sich auch hier der Favorit durchsetzen. Hoffentlich ist das Ganze auch im letzten Duell der ersten Runde so. Füllkrug muss jetzt hier wieder treffen, damit Deutschland weiterkommt. Er trifft. Aber Neuseeland sollte man natürlich auch nicht unterschätzen, obwohl sie, glaube ich, die schwächste Nation sind. Oder zumindest eine der schwächsten Nationen. Timo Werner jetzt hier für Deutschland. Und was ist das für ein Elfmeter? Deutschland ist raus. Wir gucken auf Neuseeland. Ja, und die werden wir auch in Runde Nummer 2 sehen. Und so sieht Runde Nummer 2 hier aus. Unter anderem haben wir jetzt Portugal gegen Frankreich oder Kroatien gegen England. Wir starten aber rein mit dem Duell Inter gegen Ajax. Lukaku lupft ihn in die Mitte und der Torwart bleibt einfach stehen. Das sieht dann natürlich nicht so gut aus. Für Ajax sieht es besser aus. Aber auch in Runde 2 brauchen sie natürlich jetzt hier einen zweiten Treffer. Und den haben sie. Für Ajax geht es also in Runde Nummer 3. Und in Runde Nummer 3 will natürlich auch Darmstadt. Der erste geht hier rein. Ihr Gegner ist jetzt hier einfach mal Man United. Die haben zwei richtig gute Schützen. Bruno Fernandes trifft. Wird Tietz jetzt hier auch für Darmstadt treffen. Ja, auch der zweite geht rein. Aber auch Rashford, den haben wir heute schon gesehen. Der hat heute schon getroffen. Und dieses Mal trifft er auch. Aber auch wie? Okay, das war ein sehr krasser Elfmeter von Rashford hier. Darmstadt macht auch den dritten rein. Also Darmstadt wehrt sich hier ordentlich und kommt auch weiter.
denn der dritte geht bei Man United hier nicht rein. Zum Start hat sich also zweimal der schlechtere Verein durchgesetzt, also mit der schlechteren Gesamtstärke. Ich hoffe, das ist auch hier im nächsten Duell so. Hansa Rostock trifft genauso wie Sporting zum ersten Mal. Aber sie müssen natürlich auch hier in dieser Runde ein zweites Mal treffen. Sporting liegt schon mal vor. Mal gucken, wie Hansa Rostock jetzt hier antwortet. Auch der geht rein, es geht in die Verlängerung, wo Sporting jetzt hier hoffentlich verschießt, damit wir das nächste deutsche Team sehen, was hier weiterkommt. Aber Rostock muss jetzt hier zum dritten Mal treffen, das machen sie. Auch wenn das ein bisschen langsam aussah, aber ganz egal, der Elfmeter geht rein. Kapitän von Sporting jetzt hier einfach mal knallhart in die Mitte, beziehungsweise eiskalt in die Mitte. Ist nicht schief gegangen. Hansa Rostock macht auch hier den achten Elfmeter in diesem Elfmeterschießen rein. Wir sehen also ein komplett normales Elfmeterschießen. Sporting trifft alle fünf. Ist aber komplett egal, wenn Hansa Rostock natürlich jetzt hier auch trifft. Ja, und wir gehen hier in eine richtige Verlängerung. Sporting mit dem guten Start. Rostock also jetzt hier zum sechsten Mal am Elfmeterpunkt und da geht auch der sechste rein. Wieder ein extrem langes Elfmeterschießen. Keiner will so richtig verschießen. Also logisch, keiner will verschießen, aber dass keiner jetzt hier nach den ganzen Elfmetern verschießt, ist schon extrem krass. Beide Teams jetzt hier mit 7 reingemachten Elfmetern. Jetzt verschießt aber Sporting. Sie sind also schon mal ganz sicher raus, aber ich hoffe, Hansa Rostock würde jetzt hier noch belohnt für die ganzen Mühen. Und ja, was für ein Elfmeterschießen. Hansa Rostock kommt hier weiter. Und das nach den ganzen Elfmetern auch sowas von verdient. Und jetzt hoffe ich auch im nächsten Duell, dass sich der deutsche Underdog hier durchsetzen kann. Bochum startet gut rein gegen den FC Barcelona, der jetzt natürlich mit Lewandowski hier antritt. Und ja, der macht ihn auch eiskalt hier rein. Keeper in der richtigen Ecke, bringt aber nichts. Bochum jetzt hier mit dem zweiten. Und ja, der zweite geht rein. Rafinha mit der 22. Gucken wir auf den Elfmeter. Der geht nicht rein, der wird gefangen. Wieder kann sich der Underdog hier durchsetzen. Wieder der deutsche Verein dreimal in Folge. Also das hätte ich hier mal überhaupt nicht erwartet. Und nach den drei Duellen mit deutscher Beteiligung gibt es jetzt hier erstmal ein Duell zwischen einem italienischen Verein, Florenz, die hier direkt auch mal treffen, und einem türkischen Verein mit Fenerbahce, die das gleiche tun. Jetzt hier der Kapitän von Florenz. Auch er trifft hier. Will natürlich in die nächste Runde. Das will aber natürlich auch hier der nächste Spieler. Ja, den Elfmeter macht er aber nicht rein. Fenerbahce ist damit raus. Aber es geht hier direkt weiter mit dem nächsten türkischen Verein. Galatasaray startet aber überhaupt nicht gut. Nach drei deutschen Beteiligungen haben wir jetzt hier drei türkische Beteiligungen am Start. Sehen aber erstmal zwei Teams, die hier rausfliegen. Fortuna macht beide Elfmeter rein. Das heißt, die sehen wir in der nächsten Runde. Und jetzt will es Milan besser machen als Inter. Sie wollen in die nächste Runde, aber ja, dieser Wunsch hat sich ganz schnell erledigt. Wir gucken auf Beşiktaş, das letzte übrig gebliebene Team aus der Türkei. Die Nationalmannschaft ist ja, glaube ich, nicht vertreten, beziehungsweise nicht in FIFA am Start. Deswegen gucken wir jetzt hier auf den Elfmeter, der geht rein. Von den drei türkischen Teams schafft es also ein Team hier in die dritte Runde. Und jetzt hier nochmal ein Vereinsduell, bevor wir sehr viele Nationalmannschaften sehen. Ja, der Elfmeter, der geht nochmal gut aus für Athletic Bilbao. Da geht der erste rein, genauso wie bei Newcastle. Aber das reicht natürlich nicht, der zweite muss reingehen und das tut er. Mal gucken, ob der das auch bei Newcastle tut. Ja, der Keeper hat die richtige Ecke. Ist aber ganz egal, es geht hier in die Verlängerung. Williams jetzt hier für Athletic Bilbao. Dreimal haben die jetzt hier getroffen. Newcastle muss also jetzt hier nachlegen. Isak macht das Ganze. Jetzt hier die Nummer 3. Drei Treffer von beiden Teams, aber der vierte von der Nummer 3 geht hier nicht rein. Aber ganz egal, die Zahlen. Wir gucken nur auf den Elfmeter. Und durch diesen Elfmeter geht es hier für Newcastle weiter. Und für uns geht es jetzt hier auch weiter mit Reihe Nummer 2. Und Hannover 96 muss jetzt hier ran gegen eine Nationalmannschaft. Aber gute Nachricht, die Elfmeterwerte sind bei Hannover 96 hier besser. Aber das muss natürlich nichts heißen. Die ersten beiden werden hier schon mal direkt reingehauen. Auch der zweite von Hannover wird reingehen, beziehungsweise geht hier rein. Gucken wir, ob das gleiche jetzt hier auch bei McKennie der Fall ist. Nein, die USA verschießt und ist damit natürlich raus. Bis jetzt ist also kein deutsches Team hier in dieser Runde rausgeflogen und es sieht gut aus, dass es damit weitergeht. Schalke muss aber natürlich jetzt hier zweimal treffen. Der erste geht schon mal rein, aber der zweite muss natürlich jetzt hier auch noch gegen Schmeichel reingehen und er geht rein. Auch Schalke sehen wir also hier in der nächsten Runde. Und jetzt bekommen wir hier zwei echte Hammer-Duelle zu sehen. Wir starten rein mit Portugal, die direkt rausfliegen gegen Frankreich, und Mbappé, der jetzt hier zum Schuss ansetzt, aber auch verschießt, und damit sind natürlich direkt beide Teams hier raus. Ja, so hat man sich das Top-Duell hier nicht vorgestellt. Hoffentlich sehen wir in diesem nächsten Duell bessere Elfmeter. Zwei Spieler mit über 90er Bewertung. Kane natürlich mit der 92, Kramaric hatte die 90, beide gehen rein. Und beide Teams sind ja so Teams, die sozusagen kurz vor Schluss gescheitert sind. Ja, Kroatien mit dem verlorenen Finale 2018, dritter Platz bei der WM, und Italien, beziehungsweise die Engländer, die jetzt hier den zweiten reingemacht haben, natürlich im EM-Finale gescheitert.
Und das EM-Finale hat damals natürlich nicht Atalanta gewonnen, sondern Donnarumma zum Beispiel, der jetzt hier den Elfmeter hält. Der hat auch im Elfmeterschießen einige Elfmeter gehalten. Und jetzt gucken wir auf die Nummer 10, Pellegrini, macht ihn rein. Und damit kommt die Nationalmannschaft aus Italien hier weiter. Und jetzt geht's hier weiter mit Füllkrug und Werder Bremen. Der erste sitzt schon mal. Mal gucken, ob der das auch jetzt hier bei Rumänien macht. Und ja, Pavlenka sehr früh losgeflogen. Dux jetzt hier wieder für Werder. Letztes Mal hat er getroffen und auch dieses Mal trifft er. Logischerweise hat er letztes Mal getroffen, sonst wären sie hier nicht in dieser Runde mit dabei. Und durch Pavlenka sind sie jetzt hier auch in der nächsten Runde mit dabei. Und auch im nächsten Duell wird natürlich nur maximal eine Mannschaft weiterkommen. Neves hier schon mal sehr gut für die Wolves. Lacazette jetzt hier auch als Kapitän für Lyon. Auch er macht ihn rein. Konya hat jetzt hier gegen Hertha getroffen und auch gegen Lyon kann er treffen. Gucken wir, ob Tolisso jetzt hier und Tolisso jetzt noch wechseln kann. Okay, wechseln ist ein anderes Thema, aber den Elfmeter hat er nicht reingemacht, deswegen fliegt Lyon natürlich raus. Und zwischen der Ukraine und China sehen wir jetzt hier das letzte Nationalmannschaftsduell, wo die Ukraine jetzt auch direkt nach dem ersten Elfmeter rausfliegt, aber das macht auch China. Bevor wir also jetzt hier in die letzten beiden Duelle gehen, sehen wir nochmal ein ganz schnelles Duell. Und jetzt sehen wir hier das einzige komplett deutsche Duell hier in dieser Runde. Kräuter Fürth startet mit einem Treffer rein. Die Bayern starten natürlich jetzt hier wieder wie in der letzten Runde mit Gnabry und auch hier wieder mit einem Treffer. Kräuter Fürth jetzt hier gegen Jan Sommer und die Bayern auch mit dem zweiten Treffer. Bayern muss natürlich logischerweise sowieso den zweiten Treffen machen sie nicht. Und das bedeutet, dass sie rausfliegen und es für Kräuter Fürth natürlich weitergeht. Und jetzt schauen wir hier auf das letzte Duell von Runde Nummer 2. Dortmund trifft hier zum Start. Ich hoffe, die machen es jetzt besser als die deutsche Nationalmannschaft. Neuseeland trifft auch den ersten Elfmeter, beziehungsweise macht ihn rein. Haaland jetzt hier als zweiter Schütze verschießt. Und damit kann Neuseeland natürlich jetzt hier weiterkommen. Machen sie nicht. Bringt Dortmund zwar nichts, aber beide Mannschaften fliegen jetzt hier raus. Und jetzt geht's hier rein in Runde Nummer 3. Unter anderem mit dem Duell England gegen Italien. Aber wir starten hier mit Ajax Amsterdam. Die machen den ersten Elfmeter auch rein. Mal gucken, ob sich Darmstadt hier wieder durchsetzen kann. Ja, sah jetzt nicht so extrem gut aus, aber Hauptsache der Ball geht hier rein. Das tut er bei Ajax nicht. Sie sind also hier direkt schon mal raus. Aber auch Darmstadt ist hier raus. Ja, zum Start gehen hier beide Vereine einfach mal raus. Zwei deutsche Duelle gibt es jetzt hier in Runde Nummer 3. Rostock gegen Bochum das erste. Gucken wir auf die Bochumer, die jetzt hier mit diesem Elfmeter offiziell rausfliegen, denn sie verschießen. Rostock verschießt aber auch. Was ist denn hier los? Die ersten vier Teams liegen allesamt raus. Mal gucken, ob wir jetzt hier im dritten Duell zwischen Florenz und Tottenham eine Mannschaft sehen, die hier weiterkommt. Also der erste Elfmeter ist schon mal vielversprechend, auch der von Kane ist sehr gut. Gucken wir wieder auf Florenz, da geht der zweite nicht rein. Loris bleibt einfach stehen. Gucken wir auf Tottenham, da geht der zweite rein. Und das bedeutet, sie sind das erste Team hier in Runde Nummer 4. Und jetzt suchen wir hier im nächsten Duell zwischen Besiktas und Newcastle den Gegner. Ja. Wir sehen nach dem ersten Elfmeter beschickt, das wird es hier schon mal nicht werden. Newcastle trifft hier einmal, das reicht aber natürlich nicht, aber der zweite geht auch rein. Damit wird in der nächsten Runde das erste Duell ein englisches sein. Jetzt sehen wir aber erstmal hier ein deutsches Duell, vielleicht ja das letzte deutsche Duell hier in diesem Video. Hannover startet gut mit dem Elfmeter, der hier reingeht. Das muss natürlich jetzt auch Schalke machen, aber wir sehen, Schalke wird hier schon mal ganz sicher rausfliegen. Und dabei bleibt es auch, Schalke fliegt raus, Hannover bleibt drin. Und damit kommen wir jetzt hier zum absoluten Top-Duell. Harry Kane trifft mal wieder hier in diesem Video, das hat er schon ziemlich oft gemacht. Jorginho hat auch schon zweimal mindestens hier getroffen und er trifft auch dieses Mal die Neuauflage des EM-Finals. Wir gucken, ob Saka diesmal trifft. Ja, diesmal trifft er. Pellegrini jetzt hier für Italien. Und er trifft auch, obwohl es am Anfang erstmal noch nicht so aussah. Wir gehen also hier in die Verlängerung. Rice jetzt hier für England in die Mitte. Keeper springt. Damit geht auch dieser Elfmeter rein. Der sechste Elfmeter. Auch der geht hier rein. Der dritte von Italien. Und Maguire jetzt hier mit dem vierten Elfmeter für die Engländer. Und ausgerechnet Maguire verschießt jetzt hier. Jetzt muss Italien aber natürlich noch einmal treffen. Und das tun sie. Für Italien geht es also hier weiter. Die Engländer sind jetzt natürlich raus. Wir gehen in das letzte Duell in dieser Runde. Es werden immer weniger Teams. Jetzt wird hier noch ein letztes Team weiterkommen. Kräuter Fürth kommt automatisch weiter, weil sie eben das letzte Team sind. Wir gucken auf die Wolves. Beide ersten Elfmeter gehen hier rein. Nur für ein Team kann es hier weitergehen. Wird Dux hier wieder treffen? Ja, er trifft wieder. Bringt aber natürlich nicht so viel, wenn Konya jetzt hier wieder trifft und auch er trifft wieder. So, dritter Elfmeter von den Bremern haben wir, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht gesehen. Die mussten bis jetzt immer nur zwei schießen. Gucken wir auf Costa. Der verschießt jetzt hier. Die Wolves fliegen damit natürlich raus.
Und damit sehen wir jetzt hier in Runde 4 nur noch 6 Teams, die übrig geblieben sind von den 100 Teams vom Anfang. Wird Harry Kane Tottenham hier nochmal zu einem Titel schießen können? Wir sehen auch, der nächste von ihm geht hier wieder rein, sehr konstant. Aber genau deswegen ist er natürlich jetzt hier auch in Runde Nummer 4 vertreten. Englisches Duell also hier zum Start, bevor wir gleich zum deutschen Duell kommen. Tottenham wird hier schon mal keinen Titel holen. Wir gucken noch auf den Elfmeter von Newcastle. Ja, und dieser Elfmeter schickt sich hier in die nächste Runde. Mal gucken, wer da der Gegner sein wird. Entweder Hannover 96, die jetzt hier auch in diese Runde reinstarten. Oder natürlich hier die letzte Nationalmannschaft, Jorginho. Will ihn in die Mitte lupfen, das klappt nicht. Italien ist raus. Und Hannover schafft es hier in die nächste Runde. Und jetzt bekommen wir hier ein grün-weißes Duell. Werder Bremen mit Füllkrug, der hier wieder trifft. Gegen Greuther Fürth, wo der Kapitän, die Nummer 10, natürlich hier auch wieder treffen will. Und das tut er auch dieses Mal. Würde aber auch dieses Mal Duxch hier wieder treffen. Ja, bringt aber natürlich nichts, wenn Greuther Fürth jetzt hier nachlegt. Wieder Pavlinka sehr früh unterwegs. Wieder sehen wir hier den dritten Schützen bei Werder Bremen. Und ja, wir sehen, alle guten Dinge sind nicht reif für Werder Bremen. Sie fliegen hier raus. Greuther Fürth kommt weiter. Und damit steht schon mal fest, dass Greuther Fürth hier im Finale steht. Und wenn Newcastle und Hannover 96 jetzt hier beide verschießen, dann gewinnt Greuther Fürth hier, ohne nochmal antreten zu müssen. Gehen wir also rein hier in dieses Elfmeterschießen. Wird es ein englisches Team werden oder ein deutsches Team? Die deutschen Teams sind natürlich hier in Überzahl reingestartet mit den meisten Teams. Aber gab natürlich auch sehr viele Nationalmannschaften. Das Ding muss man auch erstmal gewinnen. Wir sehen, Newcastle verschießt. Jetzt müssen wir aber noch auf den Elfmeter von Hannover gucken. Sehen wir ein Finale? Nein! Es kommt so, wie ich es eben erklärt habe. Beide Mannschaften verschießen. Und Greuther Fürth gewinnt damit dieses letzte Elfmeter-Turnier in FIFA 23. Danke für euren Support bei dieser Serie. Schaut auf dem Kanal vorbei, ob ihr auch wirklich alle Teile gesehen habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.